Moin moin, liebe Leute. Herzlich willkommen aus dieser kleinen Werkstatt des Altmetalls. Und wir stehen hier hinter dem oder vor dem Unimog 2010 Metallbohrkasten. Am Mittwoch haben wir gesehen, da haben wir die Bleche angebaut, ich habe sie geschraubt und ich habe hier oben die Kiste jetzt nochmal mit neuen Schrauben versehen. Hier sind jetzt kleine Köpfe drin mit Torx. Also hier wackelt auch und rappelt nichts. Ne? Ob das nachher alles klappert, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen da auch noch irgendwelche Dichtbänder unter, irgendwelche Gummilagen. Vielleicht klebe ich es an. Ich weiß es noch nicht. Das ist erstmal abgeschlossen. Der Grill hängt drin. Ich habe diese Leiste auch grundiert von beiden Seiten, dass wir da auf der Seite schon mal ein bisschen Gas geben können später. Der linke Innenradlauf ist schon mal drin. Auch den habe ich hier teilweise schon mal verschraubt. Ne? Hier sieht man das. Und Schrauben drin, unten auch, obwohl hier, da unten, hier müssen ja noch Aussparungen rein. Wie gesagt, das sind so eine kleine Dinge, das muss man alles auf dem Schirm haben. Denn da kommen ja die Einstiege oder Aufstiege kommen darauf. Ne, die hier, die werden hier von unten durchgeschoben. Hier, da muss ein Loch rein und dann werden die von innen verschraubt. Andere Seite muss ich noch demontieren von der alten Hütte. Und richten, da möchte ich auch die Originalen, glaube ich, nehmen. Wie gesagt, ein bisschen was Originales darf er schon noch behalten. Heute soll es um diese Getriebeabdeckung gehen oder diese Schaltkulissenabdeckung. Sie ist gerade, das ist schon mal gut, es ist eines der wenigen Teile, die gerade sind. Ne? Hier ist ein Vibrationsriss drin, so wie das aussieht. Das muss ein bisschen geschweißt werden, ein bisschen richten. Da werden wir erstmal strahlen. Genau, ich hoffe, dass meine Strahlkiste heute ein bisschen mitmacht. Ne, hier ist der ganze Dreck drin. Das werden wir mit der Drahtbürste gleich mal ein bisschen rausjuckeln. Und versuchen, diese Schrauben zu lösen. Ne, ich hatte die schon mal eingesprüht. Hier ist ein kleiner Spannrahmen drin. Mit so einer kleinen, ja, Gummimuffe, ist einfach nur so ein Gummilappen, der hier reingespannt wird mit Aussparung. Und das kommt nachher über das Schalthebelwerk. Genau, werde ich bestellen bei Mockparts. Liegt irgendwas bei 30 Euro, diese alte Gummiabdeckung. Ist nicht viel, da ist 5 mm Gummi. Aber die Maße hat man nicht, weil es ist ja nicht vorhanden. So in dieses Glücksspiel, dann schneidest du da rum und hast eine Kante drin und dann passt das nicht. Und dann wird das Loch noch größer. Nee, bestelle ich, dann kommt das da rein. Schrauben, ja, sind normale Schlitzschrauben. Wie gesagt, ich werde mich nicht am Original aufhängen. Ja, die einen Leute restaurieren wirklich 100% nach 100% Vorgabe. Bei mir ist das alles ein bisschen abweichend. Ich möchte es nochmal sagen, ne, nicht, das ist nicht alles original. Nö, muss nicht. Und so eine Schrauben kommen halt in Gelbzink. Ne? Die werden bei mir in Gelbzink da reinkommen. Genau, Motorhaube war bestellt, ja, die steht hier. Manche haben schon gesehen bei Insta, es kommt nochmal eine neue. Die ist nicht ganz so, ja, 2010 und sie wird nochmal getauscht, genau. Und eine Dachhaut habe ich angefragt. Ich hatte ja Mittwoch gesagt, dass ich ein Dachgestänge gekauft habe, holen wir am 4. Februar ab. Und wenn das nachher mit den Seitenteilen, Armaturenbrett, das wird alles abgesteckt, Scheibenrahmen, Dachgestänge, dann kommt das Dach einmal oben rauf für diese ganzen kleinen Halterchen. Hier sind nämlich diese Halter dran, hier, so an diesen Seitenteilen zum Beispiel, wo das Verdeck nachher abgesteckt wird. Genau. Dann hat man halt überall ein bisschen Toleranz, dann passt das nachher nicht. Deswegen möchte ich das eigentlich alles einmal abstecken, bevor wir es zusammenschweißen. Um das Verdeck einmal aufzuziehen, um diese kleinen Haken nochmal anzupassen. Dass das Ding nachher wirklich stramm drauf sitzt und dass da nicht so ein alter, so ein Schlabberzelt ist. Ne? Genau, so, schon wieder genug geredet. Drahtbürste, schleifen und dann soll das losgehen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
schlecht. Ich hätte jetzt weniger erwartet. Können wir sogar strahlen und mit wegschicken. Wenn die Köpfe noch heile sind, bleiben. Dann gehen sie mit in die Galvanik. Wahrscheinlich gleich die letzte Schraube, die sich wehrt. Wie war es, die ist lose? Ja, die vorletzte Schraube, die sich wehrt. Ja, das kann man alles ein bisschen richten. Das ist ein bisschen Tüdelblech hier. So. Ich glaube, die Schrauben, die können wir auch neu nehmen. Das richten wir nachher einmal alles durch, nach dem Strahlen. Das gehen wir hier einmal schön mit der Drahtbürste durch. Und dann, oh, Licht. Soll die Strahlbahn kommen. Genau. Gucken wir uns das Strahlgranulat gleich mal an. Und dann machen wir es hier mal fix fertig. Das ist kernig. Echt? Ja Leute, Kompressor läuft. Das ist hier ein Doppelkolben 500 Liter, ja, Langsamläufer. Der macht jetzt 675 Liter Luft in der Minute bei 11 Bar. Wenn ich nachher strahle, bleiben ungefähr 9,5 Bar. Also er geht aus, er geht runter. Da hinten ist ein Druckmanometer. Wir sind jetzt so bei 7 Bar und bei 11 schaltet er ab. Das ist jetzt die Strahlkabine, das ist ein China-Kracher, die ist auch unten verlinkt, kostet aktuell, ich glaube, 450 Euro. Da innen drin sieht das so aus, da ist einfach nur ein Sieb oder ein Gitter, wo man Sachen rauflegen kann. Unten ist ein, ja, so eine Art Sumpf, wo das Strahl gut reinfällt. Das kann man hier unten auch ablassen, dann kann man das einmal sieben. Und dann saugt er sich das über so ein Röhrchen. Ach, Moment.
Dann saugt er sich das über so ein Röhrchen nach oben, über den Schlauch zur Pistole. Hier liegt die Pistole. Und hier strahle ich jetzt mit ein Korund. Ist auch unten drin. Handschuh raus. Ja, das ist hier das Korund. So sieht es aus, wenn es neu ist. Ja, ist schon recht grobkörnig, aber so nach zwei, drei Durchläufen, es wird halt immer feiner. Ne? Das ist Quarzsand, wenn ich draußen strahle, mit meiner draußen Strahlpistole, die liegt hier. Ja, auch die ist unten drin, in der Strahlartikel, kostet 110 Euro und ist zum Draußenstrahlen wirklich gut. Quarzsand ist hochgradig krebserregend, ja? Also deswegen am besten auf Quarzsand verzichten, auch wenn es günstiger ist. Und hier habe ich so einen alten Staubsauger dran, der ist hier an eine Strahlpistole angeschlossen. Wenn wir strahlen, dann haben wir natürlich viel feine Masse, die sich hier drinnen bewegt, und die sauge ich hier oben ab. Da gibt es Zyklonabscheider für. Ich nehme den Staubsauger und ist das gut. Genau, dann steckt man hier so eine kleine Patschefötchen rein. Kann man mit einer Hand das Ding festhalten und mit der anderen strahlen. Was ich jetzt nicht kann, weil ich gerade die Kamera in der Hand habe. Genau, und dann werden wir hier mal das ganze gelumpe Zeug eben durchstrahlen. Kann gut gehen, kann aber auch richtig blöd gehen, wenn unten irgendwas verstaubt, wenn der Schlauch einen Knick hat, dann saugt er nicht richtig an. Es ist immer ein Glücksspiel, ne? Ja, und wie ihr seht, fängt das Glücksspiel schon an. Ne? Er saugt nicht an, weil, weiß ich nicht, irgendwas blöd ist. Oh Mann, ey. Einmal ablassen, vielleicht das Röhrchen verstopft. Ja, hier unten ist der Ablass. Ja, dann räumen wir den ganzen Krempel mal weg. Das Ding ist nämlich auch komplett zugestellt. Ja, genau. Und dann einmal ablassen, gucken, ob da Dreck im Rohr ist. Und dann wird es gleich nochmal einen neuen Test geben. Verdammt. So Leute, ich musste das gerade noch mal ein bisschen optimieren. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich mit irgendwas rumquält, wenn man weiß, dass es besser geht und dass man es hat. Ich habe in dieser Strahlbox wirklich schon viele Teile gestrahlt und die zickt immer rum und dann zieht sie nicht richtig und dann verstopft sie. Es ist alles plünn. Hat mich gerade tierisch aufgeregt. Ne? Die Uhr, die tackert auch schon wieder vor sich her. Und wie gesagt, diese Freistrahlpistole, die ich habe, die habe ich jetzt mal in diese Box integriert. Ne, der Kompressor ist aus. Wir werden uns das nochmal zum Angucken. All das sind Welten. Also eben wirklich so kleinen Finger, ne, so pfft, ab auf Stativ. Und dann guckt er mal kurz. Man sieht nicht lange was, weil das nebelt alles zu und der Atem und es beschlägt. Aber jetzt seht ihr mal, was diese Freistrahlpistole für 110 Euro wegrobbt. Das sind Welten. Ne? Diese günstigen, die kosten irgendwie so bei 40 rum. Die kostet 210. Für einen Kompressor in der Größe, für privat, wir gucken uns das mal an. So, ich hoffe, ihr seht das. Hier ist jetzt die andere Pistole dran. Rostige Bleche. Ich habe den gerade noch mal ein bisschen aufgefüllt mit grobem Korund. Da geht einiges mehr, ne? Einiges mehr. Ja, so macht das auch Spaß.
Sehr gut. Ja, da muss ich nochmal bei, muss das alles mal ein bisschen schön machen. Aber es geht wesentlich zügiger, auf alle Fälle. Das Ding ist, wenn ihr mit so einem richtig groben Granulat strahlt, ne, dann ist die Oberfläche auch rau. Wenn ihr Sachen in die Galvanik schicken wollt oder andere Veredelung, dann müsst ihr Glasperlen nehmen. Glasperlen, das heißt weniger Druck, kleinere Körnungen, Glasperlen, die haben eine Oberflächenrauheit, ich glaube von 100 μ, heißt das so? Ich glaube, es ist fein. Und dann sieht das auch schick aus. Wenn ihr das mit so einem groben Korund strahlen würdet und schickt es in die Galvanik, sieht es aus wie lackierter Asphalt. Ja, das Blech muss noch geschweißt werden, noch ein bisschen gerichtet werden. Schweißen werden wir heute nicht. Wir können das hier einfach mal raufstellen, dann haben wir ein Teilchen mehr. Die Matte, die werde ich jetzt bald bestellen. Ich meine, eine Matte bestellen, das macht keinen Sinn. Also guckt mal, was man noch alles braucht, macht dann so eine Sammelbestellung alleine wegen Versand. Festschrauben. Wo hätte er? Oh, hier. Passt sogar, wa? Was ein Glück. Schön. Ja, wie gesagt, Haube ist im Zulauf, die kommt diese Woche. Können eigentlich die Seitenteile wieder ranstecken, oder? Die muss ich jetzt mal ausgraben. Die liegen ja hier in dem Haufen. Grill ist eigentlich auch soweit fertig. Ich habe die Rippen, die hatte ich mal gerichtet, die waren ja richtig krumm. Hier hinten ist noch eine leichte Welle drin, die muss ich noch mal rausziehen. Ne, hier macht er eine kleine Welle. Ansonsten ist der Grill ja, gerade, sieht gut aus. Oben habe ich den nochmal gerichtet, der hat nämlich einen Bogen gemacht, weil die Last ist gerade. Die muss auch gerade bleiben, wegen der Haube. Und dann würde ich sagen, stecken wir die Seitenteile mal wieder ran. Dann haben wir mal optisch mal wieder was Schönes. Und während ich hier so rumwusel, erzähle ich nochmal ein bisschen. Bei Instagram schrieb jemand neulich in so einem Q&A, ich mache da ab und zu mal so ein Q&A, so Frage-Antwort, und sagte, ja, du sagst immer deine älteren Zuschauer. Ne, der war auch noch recht jung, hat sich jetzt gerade noch einen Unimog gekauft und hat einen GT. Natürlich habe ich auch jüngere Zuschauer. So ein Zuschauerbereich deckt natürlich immer alles ab. Aber so von der Statistik gesehen, ich kann das mal, wo haben wir denn hier gerade Platz? Hier oben spiele ich mal ein Bild ein. Das ist die Statistik der Zuschauer vom Alter her. Und viele gucken ja mehrere Kanäle, ne? Das ist ja immer dieser Schrauber-Vlog oder Agrar-Vlogs, was so mittlerweile ganz groß in Mode ist. Der eine Kanal spricht vielleicht die Jüngeren an. Und der andere Kanal, vielleicht die etwas Älteren, die erfahren sind. Und ich habe neulich mit jemandem telefoniert, 73 Jahre alt. Der hat mir nämlich auch so ein Elektrik-Unimog-Care-Paket zukommen lassen. Und ja, das sind halt die Schrauber aus dem alten Schlag, ne? Was schon, genau. Ansonsten gucken natürlich alle Altersstufen, das ist klar. Man möchte da keinen oder niemanden in den Fokus nehmen oder andere benachteiligen, ist natürlich immer alle Altersgruppen. Aber mir ist es halt so, dass es viele Ältere sind. Erfahrene, vielleicht die ihr Leben lang geschraubt haben, auch an sowas, vielleicht sogar mal irgendwo im Werk gearbeitet haben. Ja, genau, wollte ich nur mal erwähnen. Wie gesagt, nichts Böses, nichts Negatives, einfach nur, weil es so ist.
Yep. Ja, sehr schön. Dann werden wir jetzt auf die Haube warten. Und die Seitenteile, das muss ja natürlich alles so ein bisschen angepasst werden von der Höhe. Da stecken wir die mit Klekos ab. Und dann werden diese Mittelbleche noch angepasst werden müssen. Weil die passen, glaube ich, so noch nicht da rein. Das passt noch nicht so ganz, so richtig. Warum auch immer. Ob sie eingekürzt werden müssen, das werde ich da mit den Türen sehen. So. So. Ein Zentimeter zu lang. Kann auch sein, dass das Seitenteil noch ein bisschen nach vorne muss. Steht gut zum Grill. Ich kann nicht weiter nach vorne, das geht nicht. Und hier am Rahmen haben wir jetzt ja, so einen Spalt von, weiß ich nicht, 3 mm. Und hier, ja, eigentlich auch. Eigentlich passt das ganz gut. Ja, der Rahmen hat die richtigen Maße. Die Teile liegen hinten an. Die Seitenteile mehr anliegen geht nicht. Ja, dann mal gucken, was die Türen so sagen. Oder ob man diese Bleche hier in der Länge noch ein bisschen anpassen muss. Wie gesagt, hier so knapp Zentimeter. Ne? Wir hängen da mal eine Tür rein. Ich halte da mal eine Tür vor. Mal gucken, was die Türen so sagen. So. Okay. Also er muss weiter auseinander. Das ist so. Ohne Bezug zu irgendwelchen Maßen, Winkligkeit oder ähnliches. Mal zusammengesteckt, gerade mal die Türen reingehalten. Das Maß ist schon eng. Ich muss mal meine Dokumente raussuchen, was wir wirklich an Maß brauchen. Hier oben muss er jedenfalls raus. Ob da 5 mm reichen, weiß ich noch nicht. Ob man die Bleche dann aufdoppelt, das heißt, ob man hier was hinterlegt, wird sich zeigen. Man muss Kompromisse eingehen mit Zubehörteilen. Das ist oft so. Wichtig ist nachher das Maß, dass es hier erstmal parallel stehen. Das tun sie wirklich. Die Kamera zeigt das nicht so schön. Die werden wir dann abstecken mit Klekos. Ich werde es auf die Haube warten. Die kommt jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen, damit wir dieses Video noch rechtzeitig bis Samstag fertig kriegen. Abdrehen, es muss dann noch geschnitten werden, es muss gerendert werden, es muss hochgeladen werden, beschriftet werden. Da gehen meistens immer noch so 2, 2,5 Stunden ins Land. Also hoffe ich, dass die Haube zeitnah kommt. Alles andere wird uns jetzt hier gerade nichts bringen. Euch nicht und mir nicht. Das wäre jetzt alles nur noch sinnloses Geschwafel, hätte, wenn und aber. Deswegen warten wir jetzt auf die Haube, dann legen wir die Haube hier rauf und dann gucken wir uns mal den Winkel an, weil Originalhaube und Zubehör hat natürlich immer Abweichung. Nachher, wenn es nur 1 Grad ist, dann passt das nicht mehr. Da müssen wir nachher die Seitenteile zu abstecken und dann hoffe ich, dass ich mit dem Spitzenmaß oben hinkomme, dass der Scheibenrahmen da reinpasst. Die Halter vom Scheibenrahmen habe ich auch schon mal ein bisschen gestrahlt. Das ist die rechte Seite und das ist die linke, da wo die Mauer raufgefallen ist. Der hat ja auch schon eingekriegt. Das kann man natürlich alles ein bisschen hinklopfen, ein bisschen schön schleifen. Von den Winkeln passen die noch, das ist schön. Der Halter muss ein bisschen gerichtet werden. Und dann
müssen die hier hin. Ne, hier kommen die irgendwo ran. Auch da habe ich Bilder von, welches Maß ich da wo holen muss, damit sie nachher vernünftig stehen. Ja, und dann werden wir das alles mal irgendwie zusammenstecken. Fix mit Klekos, also offen, fix zum Abstecken, ja, aber mit offenen Maßen. Und dann versuchen, irgendwie weiter den Berg hochzukommen. Ist noch nicht erreicht. Ne? Die Spitze ist noch nicht erreicht. Wenn das Armaturenbrett drin hängt, positioniert ist, Scheibenrahmen passt, dann glaube ich, geht es für mich auch rückwärts. Das ist nachher noch so eine große Hürde, finde ich. Hier nachher wirklich sauber das Armaturenbrett einzubinden. Apropos Armaturenbrett, ne? Ich bin ja keiner, der hier irgendwas beschönigt. Ne? Ich meine, manche Sachen sind halt so, wie sie sind. Verdammte Naht, echt. Mein neues Armaturenbrett. Hier habe ich ja die Löcher reingezogen mit so einer Matrize. Von Milwaukee. Die Armaturen haben 60 und ich habe da 64er Löcher reingezogen. Scheiße, echt. Ja, sie klemmen, sie decken auch ab, aber sie rutschen in den Löchern hin. Also wenn ich sie festziehe, dann es sind 2/10 vielleicht. Ist nicht der Hit. Also werde ich da noch so ein Schweißdraht irgendwann einlöten. Den werden wir in die Rundung einheften mit Wick, damit die Armaturen vernünftigen Sitz haben und nicht durchrutschen. Ist so. Hier ist eine Armatur drauf. Das ist halt ärgerlich. Echt. In eine Matrize vertan. Alles 1000-mal nachgemessen, alles kontrolliert und trotzdem verkackt. Tja, so ist es. So, Leute, wir sehen uns, wenn die Haube wieder da ist. Hoffe ich. Wenn sie nicht da sein sollte, dann werden wir noch irgendwas anderes rumrühren. Für heute mehr können wir erstmal nicht machen. Genau. Hallo, da ist er wieder. Leider ohne Motorhaube. Sie ist leider noch nicht angekommen. Dementsprechend müssen wir noch ein bisschen warten. Ich habe das Armaturenbrett jetzt hier oben drauf gelegt. Es liegt auch nur lose drin, um schon mal so gucken, was muss dann ungefähr noch alles weg. Das muss ja alles noch weggeschnitten werden. Ne? Das muss ja weggeschnitten werden, dann wird das hier in diese Rundung eingesetzt. Andere Seite muss noch mehr weg, denn hier habe ich noch das komplette Seitenteil mehr oder weniger drin. Das muss weg. Auch das muss alles so angepasst werden, damit wir die Rundung kriegen. Dafür muss aber ja, die Motorhaube hier sein, um Längen- und Breitenmaß ungefähr so zu vermitteln. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ja, ich brauche jetzt den Freitag. Also ich kann jetzt nicht warten, bis Samstag ist, weil man muss ja auch noch arbeiten. Auch ich muss am Samstag arbeiten und Sonntag. Ich muss das Video fertig machen. Deswegen werde ich das jetzt abdrehen. In dem Mittwochsvideo, ne, meine Schraubenaktion mit den Bodenblechen. Mittlerweile finde ich das eigentlich alles gar nicht mehr so schlimm. Ne? Kiste hat kleine Schrauben gekriegt. Hier sind noch die größeren drin. Ich denke, die werde ich auch ersetzen, weil auf einer Torx kriegt man wesentlich mehr Zucht drauf als auf so einer Imbus hier. Und die werde ich nochmal alle durchtauschen. Und ganz, ganz viele Kommentare. Warum schneidest du die Gewinde nicht von unten? Ja, ich meine hier so einen Bohrer anzulöten, der auch noch geil läuft. Es ist doch wesentlich entspannter, wenn man von hier oben schön drücken kann, statt hier unten sich rumzuquälen. Dann versuchst du über Kopf ein Loch hinzuäumeln, ziehst den Grat von diesem Winkel mit nach oben, dann hast du ja auch noch Grat zwischen Blech und dem Winkel. Das ist alles Käse. Von oben durchknallen, Gewinde reinschneiden, fertig. Zudem ist hier ein Fuß im Weg. Ne? Hier ist der Fuß im Weg, hier sind die Schrauben. Von unten wäre ich da gar nicht rangekommen, fängst du wieder an die Hütte rauszuheben. Also einfach Bohrer ran und dann ist das alles geil. Gewinde schneiden, auch mit dem Akkuschrauber, hier einfach rangeschweißt
ob man da jetzt ein Loch einbohrt und eine Madenschraube reinnimmt oder eine Handratsche nimmt, es kann ja jeder machen, wie er möchte. Zwei vor, eins zurück. Ich hämmer die da mit dem Akkuschrauber rein. Fahre ich seit Jahren tipptopp mit. Was das angeht, bin ich faul. Ich mache mir die Arbeit immer ungern schwer. Penibel, ja, aber nicht schwer. Und hier zu sitzen und 3 Stunden Gewinde zu schneiden, 2 vor, 1 zurück, ich gar keinen Bock drauf. Akkuschrauber, bisschen Flutschi ran, durchhämmern, fertig. Genau. Dann mache ich kurz das Licht aus. Ich gehe nochmal kurz zum Unimog, Licht aus. Zack. Hatte ich ja gesagt, ich habe ein Dach angefragt, ich habe es jetzt bestellt in Frankreich. Wird angefertigt, das heißt flaches Verdeck, weil hat ja flache Scheibe. Und es kommt ein schwarzes Verdeck drauf. Original war diese Onimog ja mal grün und hatte so ein hellgrünes Verdeck drauf. Hier kommt ein schwarzes drauf. Schwarzes Verdeck hatte ich damals, glaube ich, auch schon gesagt. In meiner Vorstellung ist der Onimog fertig. Bekommt RAL 3007, das heißt ja schon so ein bisschen hier so rotbraun, aber in Glanz. Und dann kommt ein schwarzes Verdeck drauf. Und ich habe das Verdeck gewählt in einem Stoff der heutigen Mercedes Cabrios. Das heißt, es bleicht nicht aus. Die Standardverdecke schwarz bleichen aus mit der Zeit. Wenn die Sonne drauf scheint, werden sie grau. Und dieser Verdeckstoff soll es nicht haben. Das ist keine Baumwolle mehr, sondern irgendwas anderes. Und das ist ja, sonnenlichtverträglich. Ich bin gespannt. Kostet wohl 20% mehr, auf dem Dach gerechnet. Das heißt, Dachhaut, Rückwand und die beiden Steckfenster komplett neu, werden jetzt angefertigt. Ich glaube, Lieferzeit 4 bis 6 Wochen. Bis dahin sollte ich auch das Verdeckgestänge haben. Bis dahin sollte auch der Scheibenrahmen da drin sein und das Armaturenbrett drin sein. Und dann können wir das mal Probe stecken. Richtig cool. Genau. Richtig cool ist auch, dass die Teile immer mehr werden. Hier stehen schon mal 4 neue Stoßdämpfer von Monroe. Ich habe ja Teleskopstoßdämpfer drin, Hebelstoßdämpfer wurden mal irgendwann demontiert, es wurde umgebaut, das wird irgendwie mal von einer Fachfirma gemacht. Sieht nämlich alles sehr sauber geschweißt aus, hier alles noch mit Elektrode. Hebelstoßdämpfer kommen auch nicht mehr rein, weil, wie gesagt, ich bin kein Originalfanatiker, wo das alles 100% original sein muss. Zudem wurde es ja mal irgendwie mal umgebaut in den 60er Jahren. Ich denke, das Fahren ist einfacher, schöner. Es ist günstiger, weil die Hebelstoßdämpfer, boah. Ich hatte nachgeguckt, nach 4 Stück, ob man ihn doch vielleicht wieder ein bisschen umrüstet. Nein, also nein, definitiv nicht. Deswegen bleibt das so, wie es ist, aber in neu, auch wenn die hier eigentlich noch echt gut sind. Dann hatte ich bei Mockparts noch bestellt, hier diese Gummiabdeckung für die Getriebe. Schnipp, schnapp, zip, zup, bums, krams. Sollte nächste Woche alles kommen. Können wir uns dann angucken. Und ich hoffe, bis dahin ist die Motorhaube da. Ja, so, Schrauben ist erledigt. Die ersten Bleche sind dran. Wir warten auf die Motorhaube. Es sind noch viele, viele Anpassungsarbeiten zu machen. Auch so eine Spalten hier, das muss nachher alles so ein bisschen schön geschliffen werden, dass das hier alles so ein bisschen parallel läuft. Ne? Ganz, ganz viele kleine Dinge. Ja, aber wir wollen nicht das Fuschen kriegen. Und wenn das ein oder andere Video vielleicht mal ein bisschen zäh ist, vielleicht mal ein bisschen langweiliger ist, ja, das gehört dazu. Na, die NASA ist halt auch nicht nur am Fliegen, da muss auch mal der Hof gefegt werden. Na, von daher ist das so. Genau. Ich glaube, es reicht. Wir sehen uns am Mittwoch. Mit was auch immer, das ist bei mir immer so ein bisschen spontan und offen. Und auf die Fragen, was das Modell 1:18 macht. 1:8, genau. Ich liege genau 1 Jahr zurück. Die Kartons, die stapeln sich und es wurde mir gerade ein Karton in der Hand gedrückt. Der nächste Monat ist schon wieder um. Das Fahrerhaus ist dabei. Es ist so groß. Also ich muss mich jetzt ransetzen. Es wird auch einige Stunden dauern. Und dann werde ich den 1:8 jetzt weiterbauen, damit wir da mal wieder auf den Stand kommen. Der ist nämlich Ostern fertig. Ja, ich glaube, Ostern ist er fertig und dass ich jetzt mal wieder ein bisschen aufhole. Und dann machen wir wieder so einen 1:8 Modelltag. Mal gucken, vielleicht auf Mittwoch oder so. Mal sehen.
Genau. So Leute, in dem Sinne, habt noch einen schönen Samstag und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao.